Detective Sebastian Castellanos hat gegen drei Traumas, so heißen die Monster mit dem Balken auf dem Rücken, gekämpft. Und jetzt kommt eine besondere Episode, weil ich nämlich als nächstes gegen Laura kämpfe. Und dazu erstmal an die Spinde, weil ich brauche jetzt einiges an Vorbereitung. Ich spiele das hier jetzt gerade nicht zum ersten Mal. Ich habe drei Spindschlüssel aus dem bisherigen Verlauf von Kapitel 10. Und jetzt mache ich hier mal die zweite Spalte auf. Leg mal los. Was ist da drin? Gel, sehr gut. Brauche ich. 15.000, das ist ein neuer Rekord. Geht's hier weiter? Ja. Wie viel? 5.000, okay. Und? Sniper-Gewehr-Zeugs. Nehme ich das? Ich glaube, das lasse ich mal sein. Ja, also ich spiele das hier gerade nicht zum ersten Mal, weil der Kampf gegen Laura derartig hart ist, dass ich da ganz viele Fehlversuche hatte und die kann ich nicht alle ins Let's Play packen. Sonst kommt hier episodenlang nichts anderes. So, setz dich mal hin. Ich bereite mich jetzt auf den Kampf gegen Laura vor und werde mich ein bisschen aufstufen, aber nicht im Bereich Reserve, wo ich normalerweise weitergemacht hätte, sondern es geht in den Bereich Qualenbolzen. Dort die Explosivbolzen. Stufe 1 habe ich schon, Stufe 5 gibt's. Und wenn ich das aufstufe, dann machen die mehr Schaden. Schlicht und ergreifend. Ja, das wird gemacht. Stufe 2. 3. 4. Und 5. Jawohl, Explosivbolzen sind maximiert. Dann Waffen. Und die zugehörige Waffe ist natürlich die Qualenarmbrust. Da habe ich auch noch gar nichts investiert. Da kann ich die Spanngeschwindigkeit, die Reichweite und die Nachladegeschwindigkeit ändern und verbessern. Jeweils bis auf Stufe 3. Reichweite. Ist Reichweite wichtig? Also Spanngeschwindigkeit erscheint mir sehr interessant. Da verliere ich immerhin eine 2/3 Sekunde. Mach das mal. Ist ja auch relativ günstig. Komm gleich bis hinten durch, jawohl. Und die Nachladegeschwindigkeit erscheint mir interessant. Reichweite war bisher nie ein Problem. Nee, also Nachladegeschwindigkeit. Ja. Das ist jetzt... Ja, okay. Mach einfach, komm. So. Reichweite doch noch? Ja, komm. 4.000, ja. Dann habe ich auch die Qualenarmbrust komplett aufgestuft und kriege vielleicht eine Steam-Errungenschaft, weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich noch 5.200. Was kann ich denn noch? Vielleicht hier? Granaten. Reicht nicht. Streichhölzer. Streichhölzer. Hier Blendbolzen. Das ist doch interessant. Von 4 auf 7 Sekunden. Das ist ja fast eine Verdopplung. Das lohnt sich doch. Für schlappe 2000 Gel ist das Einkauf. Und jetzt ist, glaube ich, Ende im Gelände mit meiner Einkaufstour. Ja, die 3200, die hebe ich mir auf, weil ich ja eigentlich dabei war, Reserve weiter aufzustufen. Hier dröhnt der Schädel. Ja, und jetzt geht's auf durch den Spiegel. Warum laufe ich da eigentlich hier lang? Ich habe doch direkt hinter mir den Ausgang. Ah, schön, wenn ich mich hier auskenne nach über 60 Episoden. Also, es kommt ein dicker Kampf gegen Laura. Und ich kann es dir erzählen, ich habe insgesamt über eine Stunde, ungefähr 1 Stunde und 5 Minuten, Rohmaterial jetzt rausgeschnitten und weggeschmissen, weil der Kampf doch so happig war und ich habe mich auch vorher dann noch ein bisschen oder zwischendurch ein bisschen noch weitergebildet, habe ein bisschen gelesen, was man machen muss. Wenn ich das alles selbst hätte herausfinden wollen, hätte es nochmal, locker eine weitere Stunde Rohmaterial verbraucht. Ja, also hier geht's weiter. Nur das wäre ich ja so lang getapst. Unwissentlich. Ich schaue mich trotzdem mal um, weil der erste Teil ist einfach.
Aber die späteren Teile hinter den nächsten Kontrollpunkten, die sind heftig. Und da ist sie. Schön wie eh und je. Und da hängen auch Leichen in ihrem Käfig. Das stört sie auch gar nicht. Und hier oben ist sie in diesem Fahrstuhlschacht eingesperrt. Das heißt, ich kann mich hier in aller Ruhe umschauen. Was ich natürlich auch tue. Aber das hilft mir quasi gar nicht, oder? Hier hinten vielleicht. Hier steht eine einsame Krankenliege. Die passt hier gar nicht her, aber enthält nichts Außergewöhnliches. Und dann laufe ich mal hier runter. Eins tiefer, Laura wird mir folgen, natürlich, selbstverständlich. Hier sieht man schon an dem Gitter, das fällt gleich runter. Dann ist der Rückweg passé. Und der Vorweg ist, oder der Vorwärtsweg, der ist auch abgeschnitten. Hier liegt was. Was ist denn das? Das sind zwei Patronen für die Pistole. Das ist fair. Und hier muss ich offensichtlich durch. Was anderes kann ich ja gerade nicht machen, oder? Nee, das ist alles abgesperrt. Uah, ja, ich kümmere mich gleich um dich, keine Sorge. Ich glaube, es ist übrigens der letzte Kampf gegen Laura, den ich jetzt im ganzen Spiel habe. Zweimal habe ich sie ja schon gekillt, aber hier ist sie noch viel, viel härter als die ersten beiden Male zusammen. So, hier Hebel auf. Dann öffnet sich langsam das Gitterchen. Leider kommt Laura ausgerechnet jetzt auch auf die Idee, dass sie ja genug Kraft hat, hier den Maschendrahtzaun zu zerreißen. Und hier geht dieses Scheißding nicht schnell genug hoch. Mensch. Kidman konnte sich darunter durch... Ja, wie nennt man das? Durchkrabbeln. Aber du musst warten, bis es hoch genug ist. Oh Mann, hast du es im Kreuz. Aber kann ich nachvollziehen. So. Jetzt beeilt sich Laura. Hier schnell rein. Ja. Alles nur Ablenkung. Alles egal. Hier durch. Da krapschen Hände nach mir. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich denen zu nahe komme. Wer bist denn du? Hallo. Weg. Oh, Laura ist hinter mir, Mensch. Laura, hallo. Weg. Das Glas will ich aber haben. 1000, jawohl. Ich weiß nicht, ob man in die Zelle rein konnte. Und der Zombie hat auch Gel da gelassen, aber nee, das ist mir jetzt zu heiß hier. Oh, diese Kratzeklauen. Du musst doch völlig zerkratzt sein, mein Lieber. Ja, das war jetzt bisher nicht so schwierig. Das war noch kein Problem. Aber es kommt alles noch viel dicker. Hier ist nix. Hier, komm, 4 Kisten. Da muss was drin sein. Was denn? Was ist denn da? Gel. 300. Nochmal Gel. 200. Und das war's. Ja, schade. Ach ja. Fallenteile wären schön. Also, ich habe 4 Spritzen. Ich werde mal eine nehmen, weil, ja, Laura, die kann mich zwar mit einer guten Attacke komplett platt machen, aber so, wenn sie mich nicht richtig zu fassen bekommt, dann macht sie nur so ein bisschen Schaden und es wäre ja blöd, wenn man dann daran stirbt. Hier ist was. Das ist ein Harpunenbolzen und da sind Streichhölzer, aber ich kann nur 10 aufsammeln. Das wird hoffentlich reichen, weil Streichhölzer sind gleich sehr wichtig. Hier ist eine Kurbel dran. Da hinten auch. Aha. Ist hier was? Nö, nur ein Maschinenpark. Und die Kurbel hier, die ist auch nur Kulisse. So, nochmal gucken. Ja. Man kann übrigens auch vor Laura fliehen, wie eigentlich immer. Das Problem ist nur, wenn man vor Laura flieht, dann verpasst man einen Spinnschlüssel. Und das geht ja nun wirklich nicht. Außerdem gibt es eine Steam-Errungenschaft, wenn man Laura killt. Und es wird gesagt, man soll das erst im New Game Plus machen, wenn man einmal komplett durch ist, weil man dann bessere Waffen hat. Aber sowas hat mich ja noch nie gestört. Mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Immer noch alles friedlich. Da ist ein Hebel, da ist Gel. Ja, und hier, da ist die Figur, von der ich gerade gesprochen habe. Diesen Spinnschlüssel würde man verpassen, wenn man Laura nicht tötet, weil man dann nämlich in eine Sequenz reinläuft,
wo man dann in diesen Fahrstuhl geht. Und das ist nicht unbedingt Ziel des Spiels, dass ich hier einen Spinnschlüssel verpasse. So. Wenn man so einen Hebel umlegt, dann dauert das so ein Weilchen. Ein sehr langes Weilchen. Ein sehr, 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 sehr langes Weilchen. Und dann irgendwann geht so eine Feuerwand aus. Feuer geht die nicht aus. Also nicht Hebel um und alle. Nee, das dauert so gefühlt eine halbe Minute. Ja, okay. Hier liegen 4 Patronen. Und da war. Die Dinger sind auch wichtig. Mit denen kann man auch was anstellen. Und ratet mal, wer da kommt. Nein, es ist nicht der Weihnachtsmann. Es ist mein Liebchen. Ach, Bomben. Toll. So, ich kenne mich hier noch nicht so wirklich aus. Man muss hier irgendwelche Ventile. Da ist eins. Das ist ein Ventil, da kann man Laura anzünden, wenn man zur rechten Zeit am rechten Fleck. Laura, wo bist du eigentlich? Laura! Was ist denn los? Wo bist denn du? Was? War die gerade bei mir? Nee. Jetzt bist du hier. Ach Mensch. Ich hab so... So geduldig auf dich gewartet, Laura. Du wirst doch nicht nach mir kratzen. Ich muss irgendwann mal Zeit finden, diesen Hebel umzulegen. Und ich muss erstmal diese Bomben entschärfen, weil im Zweifelsfall machen die mir mehr Schaden als ihr. Vor allen Dingen, weil ich ja zu Boden geschmissen werde, wenn ich von den Fallen voll erwischt werde. Laura, Liebes, da liegt übrigens eine Spritze, oder? Komm doch mal jetzt hinter mir her. Hier oben ist noch was für dich. Was zum Spielen, was Spannendes. Also mir macht das Spaß, das Spiel. Guck mal da. Ja, also bei diesen Dingern, da kann man so ein bisschen voreilig sein, weil sie doof genug ist, reinzulaufen. Bei anderen, hier Spritze, bei anderen Sachen, um sie anzuzünden, muss man besser im Timing sein. So, jetzt habe ich da den Hebel umgelegt. Hier ist übrigens noch ein bisschen irgendwas Munitionsartiges gewesen. Jetzt muss ich wieder Zeit überbrücken, bis diese scheiß Flammenwand weggeht. Ich habe den Hebel gerade umgelegt, aber das dauert, das dauert, das dauert. Ach, das dauert. Aber ich kann hier gut im Kreis laufen. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich Laura an die Arme laufe. Oder es schaffe hier mal, ach, endlich, durchzuhechten. So, ist hier noch irgendwas? Oben rum noch irgendwas, um Laura anzuzünden? Nee. Da hinten steht Gel. Das möchte ich gerne haben. 500, okay. Jetzt hier schnell die Leiter hoch. Am besten Laura so ein bisschen abhängen, weil sie kann einfach der Leiter auch wieder runterzerren, wenn man da nicht schnell genug ist. So, jetzt ist hier der Rückweg passé. Da ist Laura und Maschendraht hat sie ja noch nie aufgehalten. Seit sie herausgefunden hat, dass man den zerziehen und zerzerren und aufreißen kann. Aber hier. Durch diese hohle Gasse muss sie kommen. Und da ist der Schatten. Man sieht es leider schlecht, aber das war gut getroffen. Und hier kann ich das nochmal machen, aber da stimmt die Seite nicht. Jetzt hier schnell mal... Komm, 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 zieh diesen verdammten Hebel. Laura brennt nicht mehr und das dauert ewig. Ah, da ist sie, geh weg. Ja, sie ist nicht... das war, oder? War das, bringt das was, oder? Nee, die ist doch... Ach, sie ist schlau. Ja. Das hat nicht geklappt. Aber. Komm. Ist das jetzt weg, links? Ja. Okay, dann durch. Kurz mal hier runter, hinter. Da liegt nämlich ein Explosivbolzen und die sind ganz wichtig gegen Laura. Hurra! Oh, scheiße. Wo ist denn hier was? Hier muss was sein, irgendwo. Da ist so ein, so, wenn die Rohre so offen sind, heißt das, da ist irgendwo ein Ventil. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ich sehe es nicht. Da. Oh, Mann. So. Und jetzt kommt hier der entscheidende oder die entscheidende Phase vom Kampf gegen Laura. Bumm, deswegen auch Kontrollpunkt. Und jetzt ganz schnell da auf diese Bombe schießen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber Schaden kann es ja nicht. Außerdem muss sie sowieso weg. Da, Ventil Nummer 1. Und jetzt hier hinterrennen und jetzt im richtigen Moment
anzünden. Laura muss fast da sein. Die muss fast auf einem draufstehen. Erst dann anzünden. Dann einen Explosivbolzen reindrücken. Bumm. Dann geht sie weg und sie spawnt immer auf Leichen. Hier gibt es 3 Leichen. Das ist Leiche Nummer 2. Gleiches Spiel. Wenn sie schon da ist, dann erst anzünden. Und Explosivbolzen und bumm. Und jetzt zur dritten Leiche. Die ist hier hinten. Ganz schnell. Gleiches Spiel nochmal. Abwarten, abwarten, abwarten. Jetzt. Zack. Und Explosivbolzen. Das macht ihr mega Schaden, aber die hat auch mega Lebenspunkte. So. Und jetzt ist keine Leiche mehr da. Aber sie ist noch da. Und jetzt, ja, versuche ich mit den hochgestuften Explosivbolzen da ein bisschen Schaden bei ihr zu machen. Einmal hier so einen Blitzbolzen hin, weil wenn sie da nämlich geblendet oder gelähmt ist, dann muss ich mal ganz schnell hier in meinem Inventar 4 Explosivbolzen nachrüsten. Man braucht hier sehr viele Fallenteile. Wenn man nicht genug Fallenteile hat, kann man das vergessen. Also Fallenteile echt sammeln, bis man im Kapitel 10 ist, weil da braucht man sie. So, dann nochmal eins hinlegen. Das Ziel ist es jetzt. Also ich könnte jetzt hier schon weiter fliehen vor Laura, mache ich aber nicht. Weil ich glaube, oder ich bin mir sicher, hier oben kann ich besser laufen. Hier habe ich längere gerade Strecken und laufe nicht Gefahr, hier irgendwo in ein Feuer reinzutorkeln. Das wird eine Etage tiefer gleich anders. Und deswegen ist es hier für mich sehr viel interessanter und einfacher, mit den Explosivbolzen auf Laura zu schießen. Und deswegen mache ich das so lange, bis die genug von mir hat und sich verabschiedet. Der war schlecht. So, jetzt wieder mal. Achso, nee, komm hier. Zwischendurch mal ein bisschen Schaden mit der Schrotwumme. Das bringt fast nichts, aber hier liegt Schrotmunition rum. Deswegen einfach mal schießen. Jeder einzelne Schadenspunkt zählt. Zum Glück heilt sie sich ja nicht, glaube ich. Sie hat nur unglaublich viel Lebensenergie. Und zwar deutlich mehr als bei den ersten beiden Aufeinandertreffen. Ich glaube, beim ersten Mal in Kapitel 4 oder so, da waren es ja nur 5 Explosivbolzen, also normale Explosivbolzen, nicht hochgestufte, die sie vertragen hat. So, hier wieder lähmen und dann schnell zack, 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 zack und hier bom, 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 bom. Und wieder nachladen, die richtigen, jawohl. Und gleich. Ach, der war wieder schlecht. Am besten ist es, wenn man es schafft, den Explosivbolzen an ihr zu befestigen. Aber das gelingt mir ganz, ganz selten. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist sie weg. Sie ist nicht tot, aber sie ist hier oben weg. Und da hier oben keine Leiche mehr ist, kann sie hier oben nicht mehr neu spawnen. Das heißt, ich kann hier jetzt mal in Ruhe meine Explosivbolzen nachproduzieren und dann hier in Ruhe Zeugs einsammeln. Hier liegt noch ein bisschen was. Hier war ich gerade schon, glaube ich. Da hinten müsste noch was liegen. Oder? Ach so, hier übrigens, da muss man noch ein Ventil durchschießen, aufschießen, weil eine Flammenwand meinen Weg blockiert. Da sind 3 Pistolen, Patronen. Da hinten sind noch ein paar. So. Nachladen. Das Feuer ist immer noch da. Das heißt, Moment, ich habe irgendwo ein Ventil nicht geöffnet. Es gibt hier 3 Ventile. Das da hinten ist offen. Hier, das habe ich vergessen. Das kann man zwischendurch mal aufschießen oder am Ende. Man hat ja jetzt alle Zeit der Welt. So, hier habe ich jetzt nur noch ein Glas Gel. Und dann habe ich da unten wieder Laura. Ja. Und da unten ist es ungemütlicher als hier oben, weil ich da auch selbst zu Tode kommen kann, von Laura abgesehen. Nämlich, da sind so Flammen und wenn ich da reinrenne, dann gute Nacht. Durchladen und dann nehme ich mal noch eine Spritze. Die ist zwar ein bisschen verschwendet jetzt, aber falls ich so ein bisschen Schaden von Laura bekomme, dass ich nicht aus Versehen draufgehe. Da unten ist so wenig Platz, ich kann auch Schaden von meinen eigenen Explosivbolzen erleiden. So, ganz schnell hier hinten hin in die Ecke. Da kommt Laura. Und irgendwie hier aufschießen und dann hoffen, dass sie. Ja, okay. Gut, sie war blöd genug. Jetzt verschwindet sie wieder und taucht bei Leichen wieder auf. Und das ist. Welche Leiche? Mal gucken. Die da.
hier wieder anbrennen, sobald sie da ist. Und Explosivbolzen rein. Jawohl. So, jetzt geht sie wieder weg. Da ist die nächste Leiche, da spawnt sie wieder. Warten, warten, nicht so ungeduldig sein. Hier kann man aus lauter Ungeduld sich den ganzen Kampf versauen. Jetzt hier einmal, da hinten ist eine Bombe, da irgendwo, hinter Laura. Die muss man unbedingt zerschießen, weil ich habe mit der Bombe Riesenprobleme gehabt. Die ist hier hinten nämlich gewesen. Anzünden, Laura, da ist Laura gespawnt, da hinten war eine Bombe. Und Explosivbolzen drauf. So, hier waren drei Schrotflinten-Munitionsdinger. Jetzt bleibt Laura da, weil keine Leiche mehr da ist, auf der sie spawnen kann. Ich habe hier oben aber noch so eine Überraschung. Ah! Okay. Oh. So ungefähr besiegt man Laura im ersten Durchgang ohne Raketenwerfer und mit null Ahnung. Oh. Okay, durchatmen. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen bis zum nächsten Kontrollpunkt. 8000 Gel, die habe ich ja schon ein paar Mal gehabt. Hier alles okay. Es gibt ja noch Ressourcen, das weiß ich. Ich muss sie nur finden. Und ich muss auch diesen einen Hebel umlegen. Nee, wo ist denn der? Ich muss erst noch ein Ventil. Ah ja, genau, so war das. Hier ist ein Ventil. Dann geht das hier aus. Dann kann man hier an den Hebel gefahrlos. Atme mal durch. Dann geht irgendwie das Feuer weg. Oder? Das dauert immer so eine Zeit, bis das Feuer weggeht. Und jetzt ist hier aber neues Feuer angekommen. Das ist jetzt gefährlich. Man darf nicht wieder so durch die Gegend rennen, wie man es bis gerade eben gewöhnt war. Habe ich noch irgendwas übersehen hier? Okay, jetzt ist das Feuer weg. Ich habe keine Ahnung. Oh je. So. Da ist der Aufzug, da kann ich reinrennen. Aber ich habe ja vorhin am Anfang gesehen, dass es hier in der Nähe vom Aufzug da noch so einen kleinen Hort gibt. Hier nämlich. Und da gibt es 5 Snipergewehrpatronen. Was? Nee. Ich muss erst durchladen, dann kann ich es aufnehmen. 5, genau. Dann 10 Schuss für die normale Wumme, das ist fair. Ein großes Glas Grütze. 1000. 4 Schuss für die schrote Wumme. Durchladen. So, wegpacken. Wie viele Fallenteile sind das? 6, auch das ist fair. Ach so, nee, dafür muss ich auch nicht unbedingt eine Patrone verschwenden. Das geht auch so. Hier ist ein Spindschlüssel. Spindschlüssel Nummer 31 mittlerweile. Ja. Okay. Weg. Das nächste, was ich finden müsste, wäre ein Kartenfragment, aber ich glaube und hoffe, dass es nicht hier, weil wenn das hier wäre und ich würde es jetzt übersehen, dann müsste ich das alles nochmal spielen. Und dazu habe ich nur begrenzte Lust. Und ich glaube, ihr wisst, warum. So, also, ist da hinten jetzt... Ja, also da ist alles aus. Da hat sich jetzt auch nichts geändert. Ich habe hier hoffentlich alles aufgesammelt. Ach, von wegen hier. Guck. 6 Schuss. Ich laufe noch einmal kurz um die Säulen, weil wenn an solchen Säulenfüßen was liegt, dann habe ich das vielleicht übersehen. In meiner Panik. Und ich brauche wirklich jede einzelne Ressource. Nach diesem Kampf brauche ich alles. Hier ist doch noch was. Leertaste nehmen. Ach, hier liegt eine Spritze. Hallo. Mensch.
Das soll man sehen. Liegt hier auch noch irgendwas auf diesem Sims? Nö. Okay, dann hoffe ich, ich habe hier alles. Laura ist besiegt. Und es geht in den Fahrstuhl und hoffentlich zum nächsten Kontrollpunkt und zum nächsten Kartenfragment. Das wäre schön. Holter die Wolter, rumpel die Wumpel. Und du fährst wie immer nach unten, nie nach oben. Und Szene. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Träum weiter, Arschloch. So. Dem werden wir mal den Kittel anbrennen, Sebastian. Oh, hier ging's gar nicht raus, oder? Oder was, oder wie, oder wo? Muss ich jetzt hier irgendwo rausspringen? Aber dann komme ich auch nie wieder runter, oder? Hallo? Knopf? Hallo? Knopf? Oh, wie tief geht denn das hier runter? Ich hätte zwischendurch einmal rausspringen können. Wenn da das Kartenteil verborgen war, dann kriege ich einen Anfall. Scheiße, schon wieder hier. Ja. Kann ich wieder hochfahren? Nee. Oh Mann. Ich muss ein Kartenfragment finden und danach wieder Zeitungsausgabe und Steckbrief. Zeitung und Steckbrief sind in Tatjanas Hospiz. Ach, da ist das Kartenfragment. Ich sehe es. Alles gut. Ich bin auf der richtigen Spur, aber die Tür, die ist... Kartenfragment 20, jawohl. Die Tür, die ist nicht, oder? Das war früher mal im letzten Kapitel. So. Aber ich muss noch einmal zu Tatjana, sonst könnte ich keine Zeitung und keinen Steckbrief mehr finden. Und nach diesem Kampf gegen Laura ist es nur fair, dass ich nochmal in die Zuflucht darf. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon einen Kontrollpunkt hatte, seitdem ich Laura besiegt habe. Das scheint mir nicht so zu sein. Ich check mal gerade alle Türen, aber ich habe wenig Hoffnung, dass hier irgendwo was aufgeht. Ja. Alles zu. Alles zu. Zu. Ja. Dann geht's für mich wohl. Hier war ich, oder? Aber die wird auch zu sein. Ja. Okay, dann geht's nur hier durch. Schade. Also Zeitung und Steckbrief. Das fehlt mir noch. Hallo. Zimmer. Ressourcen nehme ich übrigens auch gerne. Also so Fallenteile vor allen Dingen. Explosivbolzen nehme ich gerne. Fast jede Art von Bolzen. Gel. Immer gern gesehen. Waren die Dinger nicht mal zum Öffnen? Nee. Hier. Hier ging es wieder zum Anfang vom Kapitel 10. Hihi. Oh, diese Räume kommen mir alle irgendwie bekannt vor. Das ist ein Déjà-vu aus Kapitel 9.
Warum lässt mich das Spiel jetzt so viel hier rumlatschen? Und nichts finden. Hier liegt wirklich gar nichts. Hier ist nichts, was ich tun soll. Ich soll hier einfach nur durchlaufen. Im Laufschritt. Ach, die Tür ist ganz bestimmt offen. Was klappert denn da so? Oh je. Dark. Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Das ist eine blöde Idee. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Das sieht Leslie wahrscheinlich anders. Leslie, alles okay? Ich sollte doch. Warum hat es nicht? Auweia. Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Doktor, das war irgendwie komisch. Ich habe einen Kontrollpunkt. Hurra! Warum freue ich mich so, weil meine Aufnahmedatei schon ziemlich groß ist? Ich müsste mich mal gerade hier ausklinken. Ich höre leise Tatjana-Musik. Ach, das geht noch. Das wird noch gehen. Oh, ein großes Glas. Grütze. Grützikowski, 100. Fire Extinguisher. Hier sieht sie halbwegs ordentlich aus im Vergleich zu den ganzen anderen Grüften, die ich bisher kennenlernen durfte. Was? Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Wo bist denn du, Vogel? Nee, das ist doch hier. Was? Das ist aber die Tür zu meiner Zuflucht. Da geht's weiter. Da ist ein Blend-Dingens-Bummens-Bolzen. Wie voll? Das glaube ich nicht. Doch, tatsächlich. Okay, ich muss ja sowieso hier durch. Ey, Arschloch! Siehst du das hier? Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon-Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Kannst du mal in Subjekt, Prädikat, Objekt und ohne Umschreibungen, Rätsel
und Auslassungen sprechen. Das würde mir sehr gut gefallen. Auweia. Ach, du schon wieder. An ihnen haftet der Geruch von Blut. Hast ein Deo? Dann tue ich gern was dagegen. Ansonsten spar dir deine Sprüche. Hier gibt's die letzte Zeitung im Kapitel. Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeiten in Nervenklinik auf. Situation komplizierter als gedacht. Interne Prüfung in der Beacon Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen. Personalchef Marcelo Jimenez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Der war eingeweiht, ja, klar, logisch. Er hat ja die Patienten Ruhig zur Verfügung gestellt. Was gibt's noch Neues? Ex-Patients traumatized. Crimson City Smog getting worse. Wieder schlechte Nachrichten. Doll Collection brings to millions. Aha, und Woman dies in lawnmower accident. Was ist denn ein Lawnmower? Das sieht aus wie ein Rasenmäher da auf dem Bild. Und wer wird noch vermisst? Noch vermisst wird Marcelo. Dr. Marcelo Jimenez, Personalchef der Beacon Nervenklinik. Er wurde zuletzt in seinem Büro gesehen, wo er mehrere Telefonate führte. Er führte Telefonate, ja. So sieht er schon aus. Okay, jetzt ganz dringend speichern. Und dann ist hier das Video auch zu Ende. Und weiter mit dem Abschluss von Kapitel 10 geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.